Nächster Redner ist Dietmar Keck von der SPÖ. Da stelle ich noch fest, dass der Abänderungsantrag ordnungsgemäß eingebracht ist, mit in Verhandlung steht. Sie sind am Wort. Danke, Herr Präsident. Meine Frau Bundesministerin, Kollegin Brunner, was du hier gesagt hast, ist von Unwahrheiten wirklich zerpflückt sensationell. Nummer eins, liebe Kollegin Brunner, du hast gesagt, die Idee teilen wir, die Umsetzung ist ein Pfusch, wir bringen Vereine ins Kriminal, weil sie keine Tiere mehr vermitteln dürfen. Das ist die Unwahrheit. Die Unwahrheit aus dem einfachen Grund, weil es eine Übergangsfrist bis 13.07.2018 für die Vereine gibt, wo sie nach wie vor normal vermitteln dürfen. In dieser Zeit wird eine Verordnung gemacht, wo die Bedingungen festgelegt werden, wie diese Vermittlung per Internethandel ausschaut. Aber genau dasselbe bitte macht die Frau Madeleine Petrovic. Sie hat gestern eine Aussage gemacht und ich zitiere aus dem Kurier, so kann es nicht weitergehen, beantwortet die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins. Madeleine Petrovic, die Frage nach der Situation seit Inkrafttreten des neuen Tierschutzgesetzes. Die Tierheime platzen laut der grünen Politikerin aus allen Nähten, denn, und jetzt kommt's, denn kleine private Tierschutzvereine dürfen ihre Schützlinge nun nicht mehr öffentlich via Internet oder Printmedien vermitteln. Stimmt nicht, ist die Unwahrheit, wir haben eine Übergangsfrist und das gehört jetzt endlich klar gemacht. Das, was die Frau Petrovic hier macht, und das sage ich, ist Sozialmobbing, Sozialmedia-Mobbing, denn ich sage Ihnen was, meine Damen und Herren. Wissen Sie, was passiert war? Wissen Sie, was passiert ist, seit die Frau Petrovic erst einmal ausgegangen ist? Ich bin als Mörder bezichtigt worden von Institutionen, ich habe E-Mails bekommen. Ich bin bedroht worden, weil ich verhindere, dass Tiere in Österreich leben dürfen. Wir haben die E-Mails. Aber ich muss sagen, dann wird behauptet, wir setzen uns mit keinen Tierschutzorganisationen zusammen. Nur bitte, wenn die Frau Petrovic glaubt, sie ist die einzige Tierschutzorganisation als WTV, dann muss ich sagen, dann hat sie ein prinzessinnenhaftes Auftreten. Wir reden mit vielen anderen Vereinen, Institutionen. Wir reden mit Landestierschutzverbänden. Wir reden mit Tierheimen. Ich habe drei Ordner komplett voll von wirklich Maßnahmen, wo uns die Menschen da sagen, was los ist. Und jetzt sage ich Ihnen, was los ist bezüglich dieser Vereine, weil der Kollege Riemer gesagt hat, seriöse Vereine. Selbstverständlich wollen wir, dass seriöse Vereine vermitteln dürfen. Aber wir wollen nicht Vereine, und ich habe drei Fälle rausgenommen, was da passiert ist. Übergabe der Hunde-Raststation ans Feld am 15.07.2017 ohne Schutzvertrag und noch einmal 340 Euro bar übergeben, vorher 220 einbezahlt auf ein Konto. Die Hunde sind von Spanien nach Freiburg und dann über Salzburg nach Österreich gekommen. Von da wurden sie mir auf der Raststation ans Feld übergeben. Eine Betroffene hat uns diese E-Mail geschickt. Auf meine Nachfrage, ob ich keinen Schutzvertrag unterschreiben muss, kam ein glattes Nein, das passt so. Ich bekam die U-Pässe für die beiden ausgestellt in Spanien. Ihr wurde gesagt, die Hunde sind sehr verträglich mit allen Tieren, mit allen Menschen. Passiert ist, die Hunde sind nicht verträglich mit anderen Tieren, nicht verträglich mit Menschen, sind Listenhunde, wo sie Prüfungen machen muss. Die Hunde sind krank gewesen, nach drei Tagen mussten sie zum Tierarzt gehen, hat massivste Tierarztkosten drauf. Dann hat sie mit dieser Person, die ihr die Hunde vermittelt hat, ist ein Verein, wieder Kontakt aufgenommen und die hat dann mitgeteilt, sie sei eine Privatperson, die Hunde wird sie nicht zurückgenommen, sie kann tun, was sie will, ist nicht mehr Sache des Vereins. Frechheit sondergleichen. Das Zweite dazu, ein Tierheim. Mehrere Personen wollten sofort eine mittelgroße Hündin loswerden, ebenfalls aus dem Ausland Tierschutz. Den Namen der Organisation gaben sie nicht preis. Da das Tier nicht über die notwendigen Kapazitäten verfügt, wurden die Leute an die Vermittlerinnen verwiesen. Kurze Zeit später wurde das arme Tier an einer stark befahrenen Straße geborgen. Es war brutal ausgesetzt worden. Da eine Tierpflegerin geistig gegenwärtig das Autokennzeichen notiert hatte, konnten die Übeltäter ausgeforscht werden. Sie gaben an, die Hündin über einen Verein, der einen Auslandstierschutz betreibt, ich sage jetzt bewusst den Namen nicht, ich habe ihn da, wir werden dort eine Klage vorbereiten, erworben zu haben, den Hund aus dem Ausland nach Österreich vermittelt bekommen zu haben. Und hier Landestierschutzverein, ich sage Ihnen, was uns die sagen. Auslandstierschutz ist wichtig, keine Frage. Vor allem, wenn Institutionen direkt vor Ort unterstützt werden. Doch es muss hinterfragt werden dürfen, wie viele Tiere jährlich aus dem Ausland nach Österreich importiert werden. Unser Tierschutzsystem ist bereits jetzt am Kippen. Es darf nicht sein, dass letztendlich unsere heimischen Tierheime unter den Praktiken unseriöser Vereine zu leiden haben. Finanziell aber auch, was die Vermittlung betrifft, gesetzliche Regelungen und Kontrollen sind dringend notwendig. Landestierschutzvereine. So, jetzt geht's weiter. Das nächste, was ich tue. Wieder ein Hund, der vermittelt worden ist. Er ist brav, er ist super. Mit allen, hört zu, Kollege Birkelhuber, mit allen verträglich. Die Realität ist, dieser Hund ist es nicht. Die wollten den Hund zurückgegeben und sie sind dann, als Antwort haben sie gekriegt, wir nehmen den Hund nicht mehr zurück. Daher entbinden wir sie nun uns von der Pflicht, uns den Hund zurückzugeben.
zuzugeben, machen Sie, was Sie wollen. So, und diese Frau sagt ja ganz klar, das darf nicht sein. Und genau gegen solche Vereine wollen wir vorgehen. Genau wegen dem ist dieses Gesetz gemacht worden. Nicht für die Seriösen, sondern da werden in einer Verordnung Maßnahmen festgelegt, dass das funktioniert. Und noch ein Punkt, weil immer wieder gesagt wird, Hunde aus den Tötungsstationen. Meine Damen und Herren, ich habe ganz offiziell die Ministerien in Ungarn angeschrieben, in der Slowakei angeschrieben, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Spanien und Serbien angeschrieben. Und ich habe Antworten erhalten. Und ich lese sie jetzt noch vor, auch wenn ich die Zeit überziehe. Antwort aus Ungarn. Als Antwort auf Ihr Schreiben über die Behandlung von streunenden Tieren informiere ich Sie freundlich, dass die Erfassung von streunenden Tieren eine obligatorische Aufgabe der Gemeinden in Ungarn ist. Streunende Tiere gehen 15 Tage nach ihrer Erfassung in den Besitz des Staates über. Dank der in den letzten Jahren ergriffenen Maßnahmen, zum Beispiel Einführung des obligatorischen Mikrochips für Hunde, ist die Anzahl der streunenden Hunde und auch die Rate der gefangenen Hunde von Jahr zu Jahr abnehmen. Und die überwiegende Mehrheit der besitzlosen Tiere werden wieder an ihre Besitzer zurückgegeben. Der Rest bleibt in städtischen Tierheimen und Obdachen für diese. Dieselbe aus der Slowakei festgelegt, es gibt keine Tötungsstationen, hier wird Missbrauch betrieben. Und ich sage noch einmal, wir reden mit Tierschutzverbänden, auch jetzt gleich nachher noch einmal mit einem Dachverband, der weit über 100 Vereine vertritt. Wir sind wirklich daran, hier Maßnahmen zu setzen, dass wir die unseriösen Vereine ausfiltern können und den seriösen Vereinen es ermöglichen werden, dass sie es machen können, aber nur unter bestimmten Auflagen und Bedingungen. Es brauche bestimmte Auflagen und Bedingungen, so Dietmar Keck von der SPÖ.